Jo Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute mal wieder mit einem Review und zwar zu was sehr, sehr Neuen und in meinen Augen doch noch nie dagewesenen und spektakulären, nämlich von Entec. Habe ich jetzt neu natürlich in meinem Programm aufgenommen. Hier nochmal herzlichen Dank an Entec für die Bereitstellung des Produkts. Ja, und zwar handelt es sich dabei um die Prism Cooling Matrix. Und auf dem Bild vorne sieht man es schon, das könnten durchaus Lüfter sein. Ja, gucken wir uns mal das Ganze an. Gehen wir dazu mal ein bisschen näher an die Verpackung. So, als allererstes zur Verpackung und als allererstes mal zum Preis. Und zwar, der ist in meinen Augen noch ziemlich heftig. Wir bezahlen jetzt hier für das ganze Ding 53 Euro. Also kann man so sogar rechnen, 25, 26 Euro pro Lüfter. Das ist jetzt nicht gerade billig. Aber ich denke mal, wer was Spektakuläres oder mal was anderes sucht, ist vielleicht hier, ja, kann sich das Ding mal zu Genüge führen und mal ein bisschen an sich ranlassen. Weil wir haben im gewissen Sinne hier, es ist ähnlich wie ein Radiator aufgebaut. Das sind 220 mm Lüfter. Diese sind von einem einzigen Rahmen quasi eingefasst. Und dieser Rahmen ist zudem noch, ja, beleuchtet mit ARGB. Richtig, hört sich erstmal ein bisschen unspektakulär an, aber ich finde das Ding doch gar nicht so verkehrt, gar nicht so schlecht. Wer jetzt eine gute All-in-One-Wasserkühlung hat und will jetzt hier nicht unbedingt zwei einzelne Lüfter drauf knallen und dem sind die 53 Euro an sich nicht am Arsch gebacken, der kann sich das doch mal ein bisschen angucken und ja, vielleicht unter Umständen sogar bestellen. Richtig, also erstmal Abbildung vorne. Die Cooling Matrix, dann sind nochmal Zertifikate drauf und dann hier oben rechts wird nochmal angesagt, was hier quasi enthalten ist. Ja, das Ganze drehen wir mal um. Auf der Rückseite finden wir jetzt ein paar Specs dazu. Zum einen Modellnamen, Prism Cooling Matrix, genau, Fan-Type, PWM. Also ihr steuert das Ganze mit PWM-Header an, natürlich auch sehr praktisch. Die Abmessungen stehen da, 240 x 130 x 26 mm, also jetzt nicht unbedingt größer als zwei normale Lüfter. Die Lüfter werden hydraulisch gelagert, LEDs werden via ARGB angesteuert und ihr habt hier eine maximale Fangeschwindigkeit von 1800 RPM, also das ist schon kräftig. Ne? Airflow 77,2 CFM maximal, ja. Und dann haben wir zum Beispiel hinten noch die maximalen Dezibel stehen, knapp 33 Dezibel. Das ist dann doch relativ laut, aber bei 1800 RPM, ja, ist das halt normal. Eine Lebensdauer von 45.000 Stunden wird angegeben, ja, und dann stehen noch so andere Specs mit drauf und natürlich, was alles mit enthalten ist. Aber das lese ich jetzt nicht vor, ich drehe es jetzt um und wir machen es mal auf. Einmal rum, so. Die Verpackung ist echt schick gemacht, finde ich ziemlich cool. Einmal aufgeklappt. So. Und dann grinst uns das Ding natürlich schon an. Wir legen jetzt erstmal die erste Verpackungseinheit weg. Und dann haben wir jetzt hier so reingelegt diese Cooling Matrix. Zu der kommen wir dann gleich. Wir gucken uns erstmal den Lieferumfang an. Ich lege es mal beiseite. So, dann haben wir nochmal hier Verpackung und dann haben wir jetzt die Filme im Paket drinne liegen. Wir haben zum einen so einen echt schicken Controller mit drinne, zwar nur aus Kunststoff, aber sehr nett gemacht. Wir haben jetzt hier zwei Knöpfe drauf, einmal Mode und LED Speed. Da könnt ihr dann quasi die Modi durchschalten. Auf der anderen Seite habt ihr die Möglichkeit, 5 PWM Lüfter anzuschließen. Das ist natürlich auch ganz nett, ne? Und auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr 5 ARGB Header, die ihr dann quasi mit dem LED-Speed wahrscheinlich und dem Mode durchschaltet, beziehungsweise habt ihr noch einmal einen Anschluss für die PWM. Warum steht hier PWM-LED? Gut, soll ich jetzt nicht verstehen. PWM-LED, LED-CTRL. Ja, gucken wir uns jetzt mal bei den Kabeln an, was das sein könnte. Also das eine Kabel ist definitiv von der Cooling Matrix zu, ja, zu dem Controller und dann liegt noch ein Kabel drin, PWM auf, ja, 4 Pin auf, ja, ARGB. Man hätte es sich vorher angucken sollen und dann haben wir noch mal so einen Gigabyte Adapter. 4 Schrauben sind noch im Lieferumfang enthalten, damit ihr das Ganze ans Gehäuse heften könnt. Ja, aber
ja, bevor ich zu den Kabeln komme, gucken wir uns mal die Kohlematrix an und dann versuchen wir das Ganze mal zusammen zu friemeln und anzugucken. So, jetzt erstmal den ganzen Schruz beiseite und jetzt schauen wir uns das Ding mal an und es sieht ein bisschen aus wie so ein Radiator, bloß halt mit Lüftern in der Mitte. Und was man jetzt schon erkennen kann, ist zum einen hier das Entec-Logo, diese Blenden hier, das ist, ja, fühlt sich an wie, ist Kunststoff, aber ja, sieht ein bisschen aus wie Metall. Dann haben wir hier diese Stripes, die werden dann ARGB beleuchtet. In der Mitte haben wir dann die zwei 120 mm Lüfter. Links, rechts jeweils die Verschraubung und das ganze Ding ist 26 mm stark. Das Entec-Logo wird noch mit beleuchtet. Das ist natürlich genial für jeden Fanboy. Ja, auf der Rückseite finden wir dann nochmal die Motoren, die werden hier angebracht. Ja, und auf der Seite haben wir dann lediglich einen Anschluss. Das ist so ein 4-Pin-Header. Dazu haben wir ja jetzt das Kabel und das werden wir jetzt einfach mal dran machen. So, einmal anschließen. Ich glaube, das ist nicht ganz schwierig. Ne? Kann man nicht verdrehen. Geht bloß in eine Richtung. Okay, das finde ich jetzt persönlich mal richtig geil, weil es schön modular, also lässt sich in dem Fall richtig fein verbauen. Und jetzt kann mir hier ein PWM-Kabel abgehen und ein, ja, 3-Pin ARGB-Kabel. Und das muss jetzt bestimmt hier irgendwo rein. Genau. PWM hier in den Controller. Das fängt jetzt quasi, gibt das Signal weiter und LED hier rein. Richtig. So, ganz easy. Geht gut rein. Die Stecker sitzen fest. 1A. So, was ich total vergessen habe, noch mit zu zeigen, ist, auf der Seite haben wir jetzt einen SATA-Anschluss, weil irgendwie muss ja der Strom hin. Ja, hier kommt der SATA ran vom Netzteil. Und dann haben wir hier das andere Kabel noch, das zusätzliche. Und wie ich das jetzt festgestellt habe, kommt das jetzt hier in diesen, ja, beschriebenen PWM-LED-Anschluss. Und mit dem Kabel splittet der sich quasi in einmal ARGB und einmal PWM. Also bedeutet, den steckt ihr auf dem Mainboard an, gibt das Signal weiter und die Lüfter drehen sich so, wie ihr das wollt. Und hier, das könnt ihr optional in dem Fall direkt auf dem Mainboard anschließen. Voraussetzung ist, ihr habt ein Mainboard mit ARGB-Header und dann könnt ihr über eure Software, die zum Mainboard dazu ist, das Ganze ansteuern und der Cooling Matrix sagen, soweit, was sie für eine Farbe wiedergeben soll. So, das Ganze jetzt mal angeschlossen und PWM-Header mit meinem Mainboard verbunden. Aktuell laufen sie mit ca. 1050 RPM. Ich habe jetzt gemerkt, dass die Lüfter eine relativ hohe Anlaufspannung brauchen. Also jetzt unter, komischerweise bei meinem Mainboard, unter 1000 RPM ist hier nicht möglich. Ich denke mal, wenn ihr vielleicht andere Software für euer Board habt oder ein anderes Board, dann sind auch vielleicht unter Umständen 500 RPM möglich. Aber braucht man jetzt unbedingt nicht, weil ich muss sagen, selber bei 1000 RPM sind sie wirklich sehr, sehr leise. Wenn ich da jetzt mal ein bisschen höher gehe, über mein MSI-Board 75%. Ja, jetzt gehen sie hoch. 1200, 1400, knapp 1500 RPM. Sind sie deutlich hörbar? Allerdings auch noch vollkommen in Ordnung. Also für 1500 RPM. Und die erzeugen hier wirklich einen klasse Luftstrom. Also es fühlt sich schon nicht schlecht an. Ja, und wenn wir jetzt hier volle Pulle machen, dann kriegt man zwar, ja, einen halben Gehörsturz, aber trotzdem immer noch recht angenehm für die Power, die sie bringen. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, keine Lagerklappern, keine unangenehmen Nebengeräusche, also das ist wirklich angenehm. Da kann man jetzt nie meckern. Für High-Performance-Systeme und wem jetzt die Lautstärke nicht wirklich stört bei den aktuell 1700 RPM, ist das, denke ich mal, ganz in Ordnung. Ich drehe sie jetzt mal wieder runter und da kommen wir mal zu den Lichteffekten. Also der eine Anschluss am Controller ist für zum Beispiel einen Reset-Button, den schließt ihr dort an, dann könnt ihr jetzt die vorprogrammierten Modi, was die LED-Effekte anbelangt, durchschalten. Dann habt ihr nochmal auf diesem Controller diesen Speed-Mode-Schalter, auf dem könnt ihr jetzt quasi durchschalten drei, ja, Geschwindigkeitsmodi. Ich werfe jetzt mal meine Hand hier dahinter. So, das ganz schnell, langsam und mittel.
Und dann könnt ihr noch die verschiedenen vorinstallierten Modi hier bei dieser Cooling Matrix quasi durchschalten. Und da gibt es unzählige. Wenn ihr das Ganze natürlich jetzt mit eurem Mainboard, was ARGB kann, synchronisiert, dann habt ihr natürlich noch mehr Einstellungsmöglichkeiten, was das anbelangt. Aber es ist eine schöne, nette Spielerei, wie gesagt, und es ist aktuell so, dass nicht zwingend unbedingt ein Mainboard mit ARGB-Anschluss quasi gebraucht wird. Wir haben hier aber schöne Effekte und vor allen Dingen muss ich sagen, sind es jetzt auch wieder so viele wie zum Beispiel bei der Remote Control von Alpenföhn. Also ihr habt hier unzählige Dinger, die ihr durchschalten könnt und probieren könnt und machen könnt. Aber natürlich wieder dieser unangenehme Nachteil, dass ihr hier in dem Fall Knöppel drücken müsst. Also da ist das doch mit einer Fernbedienung doch schöner gelöst und vor allen Dingen auch eine recht kostengünstige Sache in meinen Augen. Da muss jetzt nicht zwingend so ein Controller dabei sein. Allerdings zu dem Controller, schön natürlich zu sehen, dass man natürlich auch noch mehr Sachen daran anschließen kann, mehr ARGB-Lüfter und allgemein noch da mit einem integrierten PWM-Splitter hat. Das ist natürlich auch eine immer so gang und gäbe und man hat wirklich sehr viele Plätze frei, um noch andere Sachen quasi anzuschließen. Das ist natürlich wieder der Vorteil von diesem Ding. Das wäre es erstmal jetzt soweit zu dem Video von der Cooling Matrix hier gewesen, zu der Prism. Ja, und da kommen wir jetzt noch zu einem kurzen Fazit. Mir persönlich gefällt das Ding eigentlich ganz gut. Klar, hat einen stolzen Preis. 53 Euro für zwei Lüfter ist jetzt echt nie wenig. Aber man bekommt aktuell, weil aktuell haben es noch nicht viele, was recht Außergewöhnliches, auch rein von der Formgebung her, mit diesen LED-ARGB-Stripes, das sieht natürlich richtig fetzig aus und wie gesagt, es macht mal ein bisschen was her, es ist mal was anderes. Ob man es jetzt unbedingt braucht, ist natürlich die andere Frage, aber das sei erstmal dahingestellt, weil man braucht definitiv auch kein ARGB und keine ARGB-Lüfter, das definitiv. Aber soweit finde ich das Ding echt schick, qualitativ hat es mich wirklich überzeugt, also es macht gut was her. Und ja, es gibt an sich nur einen kleinen Nachteil und das sehe ich zum Beispiel in der Remote Control, das finde ich halt schade. Natürlich mit ARGB Controller ist man dem Ganzen natürlich schon wieder komplett entgegen. Ja, es stört uns nie, aber zum Beispiel ich benutze noch ein X370 Board und ich will eigentlich immer so eine Remote Control dabei haben, Fernbedienung eine richtige, weil dieses im Gehäuse rum Fischeln mit den Knöppeln, das ist mir nicht und ich tue wirklich gerne mal je nach Laune immer ein bisschen die Farbe wechseln. Was ich auch noch persönlich richtig cool bei dem Teil finde, ist halt, wie gesagt, nicht bloß die Performance, was natürlich auch schick aussieht, wenn man sich jetzt das so von vorne anguckt. Da sieht man auch die Stripes und das Eintec-Logo ist beleuchtet, das sieht natürlich auch geil aus und natürlich was jetzt die Kabel anbelangt, die Modularität, das finde ich natürlich richtig spitze. Also ihr könnt das Teil einfach hier abziehen, ja, kriegt es gebacken, zieht es jetzt mal ab, ihr zieht es einfach ab und dann könnt ihr das Ding wirklich easy einbauen in euer Case und das ist natürlich richtig cool und an sich macht es halt wirklich auch einen sehr, sehr vernünftigen und soliden Eindruck. Also es sieht aus wie so ein Radiator und ich denke mal, das ist wirklich was, was ihr zum Beispiel, ja, in euer MIDI Tower oder was weiß ich, ITX Case auf einen Radiator knallen könnt, auf einen 240 mm Radiator und was dann einfach geil aussieht. Und weil das ist dann so ein cooler fließender Übergang und ja, es sieht gar nicht aus wie ein so ein Lüfter, das ist halt einfach so eine Einheit für sich und das ist halt das Fetzige daran, finde ich persönlich. Zudem auf dem Radiator dichtet es natürlich nochmal den Radiator komplett soweit ab. Und da entstehen relativ wenig Luftverwirbelungen. Das ist natürlich auch noch immer eine schöne Sache. Ja, genau. Legen wir mal beiseite. Wenn mein Video jetzt soweit gefallen hat, der lässt mir ein Like da, kommentiert das Ganze. Abo nicht vergessen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.